So, ja, Leute, wir sind zurück bei Cry of 4, endlich mal wieder. Ich revidiere auf jeden Fall das, was ich gesagt habe zu Cry of 4 in dem Außenvideo da. Das wird irgendwann jetzt heute noch online kommen. Ja, ihr wisst schon so ungefähr, was hier passiert. Alter, ist das laut auf den Ohren, ey. So, und ja, ich habe einen Gast dabei, nämlich den Niklas. Ja, hallo. Ja, und ihr wisst ja schon so gut, was so passiert. Ich rede erstmal noch vorher, bevor ich da jetzt lang gehe. Weil sonst komme ich wieder vom Reden ab. Also ich revidiere das, beziehungsweise cancel das, was ich gesagt habe zu Cry of 4, weil ich denke mal, dass doch noch jetzt diese Woche eine Folge kommt. Und ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss, weil das kennen wir ja schon aus dem letzten Mal, wo ich da die ganze Zeit hin und her geirrt bin. Und ich wusste, wo ich dahin muss. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich rennen muss. Ach, verdammt, das war ja wieder klar, dass das passiert wie beim letzten Mal. Komm, steh auf. Na los, das war mir so klar, dass das wieder passiert. Ich musste einfach rennen. Einfach nur rennen. Mehr brauche ich nicht. Na, jetzt los. Nee, jetzt sollte ich noch nicht rennen, das wäre. Fratte, aber sonst hast du nicht mehr so viel Ausdauer. Ach, da ist mein Glühstick. Dein Lustig. Was Bad Gardens? Okay, da muss ich ja glaube ich hin, soweit ich weiß. Oh ja, schau ich mal, stopp, was passiert. Ich Echt? könnte jetzt so schön spoilern. Ja, das Problem. Meine Güte, steh auf! Du darfst nicht so lang rennen, da musst du langsam gehen. Nein, eben nicht. Ja, aber. Ja, okay, hast du jetzt gut. So, also jetzt das Problem. Hier weiß ich nämlich nicht, wo ich hin muss. Ich würde dir helfen, aber schon spoilern. Ja, aber ich glaube, so eine kleine Hilfe wäre doch echt gut. Weil ich habe nämlich echt keine Ahnung, wo ich hin Ja, bin die Hampelmänner oder so. muss. Ja. Wenn ich das überlebe, halt. Positiv denken. So, die Hampelmänner habe ich umgebracht. Okay, da bringen die Großen immer noch um nach. Nee, die kannst du nicht umbringen. Ne? Nein, die kannst du nicht umbringen. Okay, so. Jetzt hänge ich nämlich hier gleich fest, wenn die nämlich kommen. Ich muss nämlich hier, glaube ich, irgendwie durch die Türen, glaube ich. Nein, geh da raus. Ja, jetzt. Woher das denn sind? Du musst in irgend so ein. Das auch so gezäunt, und da ist ein Eingang. Da musst du rein und da ist eine Schippe drin. Ja. Und dann kannst du hier, dreh schon um, kannst du hier solche Erhöhungen ausbuddeln. Ja, das ist mir schon klar, das kenne ich. Ja, so, aber dafür bist du da komplett falsch. Ich weiß, ich habe die Schippe ja schon Ach, die gefunden. hast du schon gefunden, Ich okay. hatte die letzte Mal schon gefunden gehabt, so, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen muss, weil ich ja schon alles ausgegraben hatte. Das war das Ach so, Problem. soweit bist du ja. Ach so, soweit bist du schon. Ja klar, die Schaufel ist ja. Warst du schon da oben in dem Gebäude? Kommt man da rein? Du meinst hier die Schaufel? Ja. So, okay, Inventory ist voll. Einer war so, ja, okay, nee, ist okay, stopp. Nee, man kommt da ja In nicht rein. irgendein, losreden. In irgendein Gebäude hier, auf der Street, also auf der Straße, Ja. kommst du rein, das weiß ich, zu 1758%. Hier Ich glaube, das ist sogar nicht. hinter dem Bus. Hinter dem Bus, aber da komme ich nicht durch. Doch, da kommst du irgendwie durch. Ja, da jetzt nicht. Aber da, das war da, das weiß ich. Also. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll, wenn das Inventory voll ist. Was liegt denn da? Nichts. Der Schatten der Laterne. Das Problem ist diese komischen Monsterviecher hier. Wirklich töten? Nein, sag ich ja. Sehr lappenhaft. Okay, ist okay, sonst verballerst du noch zu viel Muni. Ja, aber lieber die Munition verballern als Ja, lieber Munition verballern, und wenn du weißt, dass du die nicht töten kannst und dann für nachher keine mehr hast. Ja, sicher, das ist schon scheiße, aber Und schmeiß doch eben Ach, du hast schon einen Schlüssel? Ja, genau, den habe ich schon. Dann geh nochmal da in das Ding da rein, wo der weiter Wo ich gerade herkomme? Nee, 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 nee. Hier jetzt rechts. So, hier. Da muss jede Tür abgehen. Ja, die Türen hier muss man zerschlagen. So, ich weiß ja, wo ich da auskomme.
So, wenn ich jetzt durchgehe, komme ich wieder da aus, wo ich ganz am Anfang war, in diesem Park, wo man die Löcher buddeln musste. Ja, da komme ich raus. Weiter. Genau. Aber von hier aus weiß ich nicht mehr weiter, das ist das Problem. Hier steht zwar was auf der Karte, dass da irgendwie was Blut drauf ist, this is cross the blood on it. Aber wie soll ich herausfinden, was da drauf steht? Raus. Hm? Ist die Karte weg. Das ist das Problem. So, jetzt gehst du hier einmal rum und da gibt es irgendwo einen Ausgang. Ja, ich weiß, dass es hier einen Ausgang gibt. Ja, und da muss dann raus. Ja, aber wir waren hier doch schon ganz am Anfang. Ganz am Anfang des Spiels. Da oben kannst du hin. Ja, aber das ist das, wo die Frau runtergeflogen ist. Ach, da warst du auch schon? Ja, sicher. Das war ja ganz am Anfang des Spiels. Okay. Ich bin ja wieder praktisch jetzt durch die Tür ganz zurückgegangen. Jetzt war das schon Hänger. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich weiß nämlich auch nicht, wo ich hier hin muss. So. Hier, da liegt die Sophie. Lag. Nee, da liegt, liegt immer noch. So, da war ich ja auf dem Dach, aber von hier aus weiß ich nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß nur, dass das Blut da drauf ist, auf diesem... Ja, siehst du, die Löcher habe ich mir auch schon gebuddelt hier. Ja, ich glaube dir das. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es im anderen Garten da auch irgendwie Löcher gibt. Nee, das glaube ich nicht, also... Und ich habe ja einen Schlüssel, Ronald Street K. Aber ich weiß nicht, wo die Ronald Street ist. Dann musst du vielleicht dahin, wo du eben hingekommen bist. Hier bin ich Parkway wieder. So, das wäre echt schön, wenn man mal wüsste, wo diese Ronald Street ist. Das ist nämlich das Problem. Also, aber ja, willst du auch wissen, dass du genau da rein musst? Stand das da eben, oder was? Nein, das ist ja das. Ich weiß es ja nicht, dass ich da rein muss. Ja, sonst geh doch mal dahin, wo du eben hergekommen bist. Ich muss erstmal gucken, dass ich mein Inventar leer kriege. Und erstmal gucken, dass du auch kommst. So, jetzt habe ich auf jeden Fall das Inventar schon mal leer. Auf jeden Fall, also hier steht ja drauf. So, da sind wir in der Mitte. Da war ein Loch, da war ich gerade, da war das Loch. Da. Da. Da sind die beiden Löcher. Die und das Loch muss ich graben. Und warum? Das weiß ich nicht, aber die beiden habe ich nicht gegraben. Ich muss die Schaufel aufnehmen. Ich muss mir die Schaufel erstmal holen und dann die beiden Löcher graben. Okay. Während da diese komischen großen Viecher sind. Mhm. Warum topst du jetzt? Achso. Ja, da. Ach, jetzt ist sogar schon drei. Ja, waren die ganze Zeit schon drei. Ja, wir haben nur zwei gesehen. So, hier ist nämlich das Loch. Ja, da ist Munition drin, das ist schon mal sehr schön. Aha. So, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich die anderen beiden Löcher hier hinten graben kann, ohne dass mir die Viecher nicht wegkommen. Weil die waren, glaube ich, hier die Löcher. Da. Da. Zack, so. Nochmal Munition für die G17. Sehr schön, wobei ist das andere, das war da. So, ich glaube, da sind jetzt keine Ahnung mehr, was das war, aber Munition. Ja, Munition, so. So, und was bringt mir das jetzt? Kommt wieder das Vieh. Ich geh jetzt bitte mal hier durch. Es ist ja so, als wenn ich da durch muss. So, toll. Jetzt bin ich hier. Steht da nicht jemand? Ne, ist Müllhammer. Okay, die beiden Löcher habe ich gegraben, das Loch habe ich gegraben. Und die anderen hier habe ich gegraben, die hier sind. Was meinst du, wofür sind die zwei Pfeile? Das sind die Türen. Ach, das sind die Türen. Das sind die Türen. Ach so, durch die okay. Bin ich hier gerade durchgegangen. Nee, ich meine da rechts. Hier. Ja. Der ist ja die andere Tür. Ach so. Ah, so. Da kann ich ja hier hin, das ist ja die Tür. Nein, nee, ist der. Ach so, okay. Warte mal, die hier. Ja, ich glaub's dir. So. Aber die Frage ist wirklich, wo ich jetzt hin muss. Das ist das. Mhm. Weil die sind überall die Löcher schon ausgegraben. Das weiß ich. So, hier ist Blut drauf. Ja, das ist schön. Dass da Blut drauf ist. Aber das bringt mich nicht weiter. Whispered Gardens. Ja. This cross of blood on it. Should check it out. Ja, aber wie? Das ist hier die Frage. Ich habe ja nichts dafür.
uses to Hanson Square. One is located in 6th Avenue. Ja, das war ja klar, das habe ich ja schon gemacht. Mhm. Okay. So, die zweite Tür, wo war die jetzt? Ich muss erstmal gucken, ich verstehe das nicht mehr, wo ich hier hin muss. Das ist echt ein Rätsel, weil es ist so unübersichtlich im Moment so ein bisschen. Oh Mann, ich sehe zwei. Ach, die war da hinten, genau. So, wenn ich jetzt hier bin. Was bringt mir das, wenn ich jetzt hier wieder durchlaufe? Dann bin ich wieder ganz zurück am Anfang. Ja, vielleicht musst du ja da irgendwo lang. Weißt du es? Nein. Weißt du, dass du da es irgendwo machen musst? Nein. Ja, ich war bis zu fast ganz zum Anfang wieder. Ich war bis da, wo wir mit der Sniper gefunden haben. Bis da bin ich wieder zurückgelaufen. Oha, das ist schon lange her. Oha. Das ist schon Ewigkeiten her. Da habe ich schon nicht hier ein Hemd. Deswegen, das verstehe ich nicht. Hier gewohnt, Alter. Das ist schon der Nachbar, Alter. So, also ich... Das ist echt... Das ist krass. Ein bisschen unlogisch, weil man kann die Viecher ja auch nicht töten, das ist das Problem. Vielleicht muss man die aber auch töten. Nö, das sind Blätter. Ich probier mal, vielleicht kann man die ja töten, wenn man denen auf den Sack schießt oder so. Kann ja sein. Ja. Na, wo seid ihr denn hier? Monstrum. Monstrum. Viechers. Guten Tag. Oh, sehr gut. Ah. Scheint ja schon mal positiv zu sein. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch die ganze Munition hier. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Nein, nein. Okay, nein. Aber jetzt wissen wir schon mal wenigstens, wie wir das dann machen müssen. Scheiße, Alter. So ein Dreht, ey. Okay, jetzt weißt du schon mal wenigstens, wo Trunks da geht. Ja, sicher, ich weiß. Das ist da das Blöde. Das ist echt... Ja, ich kann dem aber jetzt auch nicht direkt schon auf die Birne ballern, das bringt nicht viel.